Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind ja auf Messara erstmal fertig. Als nächstes werden wir uns einen Kultisten schnappen, der hier in der Nähe rumdümpelt, wegen dem wir nach Messara gekommen sind, um seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Und actually, you probably will. You have my full attention! I found the legendary labyrinth near Knossos. Did you go inside? I defeated the Minotaur. That's quite a story. Story? These are the gods we're talking about in Orthodox. Tell me, what did the beast look like? Was he as ruthless as the legends say? She was. And smelled pretty bad, too. How could anyone possibly believe I ripped out one of his horns. By the gods! You're a hero of legend! And this artifact seems to have special abilities. The cult cannot get their hands on this. Okay, haben wir das mal geklärt. Ja, schöne Galionsfigur hier, Minotauros-Kopf. Bei uns verdient. Hat auch echt lang gedauert, um den Taurus zu besiegen. So, hier müsste sich eigentlich irgendwo noch was befinden. Ah ne, da müssen wir noch ein bisschen hier in der Bucht nicht. Alles klar. Das ist ein Piratenschiff. Ratet mal, worauf ich jetzt gar keine Lust hätte gerade. Aber wir können ja mal gucken bei den Schiffsverbesserungen, ob ich irgendwie noch ein bisschen was investieren kann irgendwo. Hier fehlen uns uralte Tafeln für den Rammsporn. Für die Hülle fehlt uns noch eine ganze Menge. Aber wir können... Nee, das bringt es gar nicht so sehr. Ein bisschen mehr Brandeffektivität wäre cool. Da fehlt allerdings so ein bisschen das Geld. Oh, da fehlt echt nicht viel Geld. Ach, wie ärgerlich. Na gut, dann sparen wir da halt noch ein bisschen. Mal sehen, vielleicht können wir uns hier an den Jungs... Ach, ist es da der Kultist vielleicht sogar schon? Nee. Dann schummeln wir uns hier vielleicht so ein bisschen an der Küste entlang. Hoffen, dass die Piraten uns übersehen. So, wo ist denn das hier genau? Hätte ich ja gerade mal nach hinter dieser Insel. Da kommen wir natürlich ganz verdächtig dicht an dieses Piratenschiff heran. Was ist da los? Da sieht es auch ein bisschen nach Hain aus, muss ich sagen. Commander, leaving the helm! Ja, Haie. Wer hätte es gedacht? Boah, eine Menge Haie auch. Schön. Freue ich mich. Und nur ein Schatz? Echt jetzt? Gut, aber wenigstens sind die Haie alle hier vorne irgendwie. Ja, hängt da irgendwie im Stein fest? Keine Ahnung.
scheint echt schon wieder irgendwo im Stein. Nee, warte. Also so wie der schwimmt irgendwie doch, ne? Irgendwo hängt er auf jeden Fall fest. Wage ich mich ins Wasser rein, auch wenn da noch so ein Hai ist. Na, was soll's. Wir versuchen es mal. Hier gibt es echt gar nicht so viel. Das war jetzt halt eine Kiste. So, wo haben wir denn den dritten Hai erlegt? Weiß ich nicht. Irgendwo finde ich nicht mehr. Dann fahren wir einfach weiter. Ups. So, einmal schnell speichern vielleicht. So, rein, Messer. So, dann werden wir das Ding natürlich direkt zerrammen. Ganz genau, das ist der Plan. So, Melanthos haben wir erledigt. Sehr schön. Brief an Melanthos, ein Kultistenhinweis. Brief an den Oktopus. Ah, mein Vater entsendet Schiffe, damit sie in Anafe zu dir stoßen. Verstärkung wird Pefki nicht erreichen. Du hast mein Wort. Mein Vater hat nur eine einzige Bitte, eine Antwort. Achso, das kennen wir aber schon.
Das kann man beides schon. Dann taucht der Brief vielleicht tatsächlich hier hinten auf, ne? Das Schiff des Kultisten wurde über einer Ruine, nördlich von Terra versenkt. Das ist ja auch in der Nähe. Wir schauen mal. Brief an Melanthos. Ich habe die Haikopf versenkt. Sie war ein gutes Schiff, nun ist sie im Bauch des Meeres nördlich von Terra, wo sie in eine versunkene Ruine hineingesteuert wurde, wie es der Weise befahl. Er hat nie erwähnt, warum diese Bauten vernichtet werden sollen. Er hat ein feuriges Temperament und behält seine Geheimnisse am liebsten für sich, doch du hast das Blut eines wahren Anführers. Falls du den Posten des vielköpfigen Meisters willst, werde ich unter deinem Banner segeln. Wir sind die Wellen. MS. Okay, also, nördlich von Terra muss es ein paar versunkene Ruinen geben. Da sind wir auf dem Weg nach Messara vorbeigesegelt. Und da gibt es auch irgendwas Spannendes. Vielleicht nehmen wir da einfach mal Kurs. Autsch. So, das da vorne müsste eigentlich Terra sein, wenn ich mich nicht irre. Nein, ich irre mich. Das taucht nämlich gleich erst rechts dahinter der Landzunge auf, dauert ungefähr. Aber, was wir mal auf jeden Fall machen sollten, ist, ins Inventar zu schauen. Denn wir haben ja gerade die Piratenkapuze erbeutet hier. Attentatsschaden, Chance auf kritischen Treffer bei voller Gesundheit. Finde ich gut. Was ist das für ein cooler? Der spartanische Heldenhelm. Den haben wir schon eine Weile länger, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Haben wir auch irgendeine Waffe bekommen? Angeblich ja schon. Ein Kriegsschwert. Ja. Brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. So, wir nehmen Kurs auf Terra, versuchen ja den Piraten auszuweichen, so gut es geht. Aber was war das da gerade? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen Treibgut, das nehme ich gerne mit. Danke. So nördlich, die Nordseite der Insel müsste dort voraus sein. Und es sieht auch relativ piratenfrei aus tatsächlich. Riesige Wellen hier. Aber das Schiff echt richtig aus dem Wasser gehoben. Sieht sehr gut aus, immer noch. Uhu. So, da drüben gibt es Ruinen. Aber uns wurde ja gesagt, nördlich von Terra.
Und die einzigen Ruinen, die ich da sehe, sind tatsächlich dort. Ich schaue einfach nochmal ins Kultistenmenü. Genau der Hinweis lautet. Nördlich von Terra angeblich. Ein versunkenes Schiff. Aber ich habe ja irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es tatsächlich hier irgendwie ist. In eine versunkene Ruine. Die Ruinen da drüben sehen irgendwie nicht richtig versunken aus, ne? Andererseits steht er natürlich nicht an der Nordküste von Terra, sondern einfach nur nördlich von. Da können wir nochmal auf die Karte schauen. Aber eigentlich sieht es hier alles ziemlich erkundet aus, also. Da oben ist schon Paros. Ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht, wo hier irgendwie versunkene Ruinen sein sollen. Vielleicht legen wir einfach mal auf Terra an und gucken danach, weil hier vorne zu kreuzen bringt, glaube ich, relativ wenig. Vielleicht finden wir auf der Insel irgendwelche Hinweise. Oder bekommen da auf versunkene Ruinen irgendwie über den Landweg, dass wir da irgendwie durch einen Keller oder sowas, ich weiß es nicht. Oh, guck mal, Spiegelsignale. Das hatten wir ja zuletzt am Ende von Origins. Was haben wir denn hier für ein... wo das in so einer Vorläuferruine war, tatsächlich. Okay, irgendein Lager gibt's hier. Ja, da ist auch eine Vorläuferruine. Dahinter ein goldenes Fragezeichen, definitiv. Hier sind überall Spiegel. Na, auch eindeutig minoische Bauart hier. Bei Terra, da vermutet man, beziehungsweise man weiß, dass ein Vulkan ausgebrochen ist. Deswegen sieht die Insel auch so aus, wie sie aussieht. Na, hier in der Mitte riesiger Vulkankrater, der hat halt die halbe Insel in die Luft gesprengt. Und die Flutwelle, die dann... Oh, was für Zeiten, ja? Luchse. Oh. Die da entstand, hat halt tatsächlich, das so dicht ist in Wirklichkeit nicht dran, aber das nahegelegene Knossos, wie heißt die Insel? Kreta. Kreta? Ich glaube Kreta, ne? So in Mitleidenschaft gezogen. Ist es Kreta? Ich glaube schon. Dass die Kultur da halt einfach gestorben ist. Ne? Die waren halt auf Handel spezialisiert und konnten dann irgendwie nicht mehr vernünftig handeln. Weil es halt plötzlich keine Abnehmer mehr gab. Ne? Und wenn man sich anguckt,
Kreta halt relativ weit weg, ne? Und dann sind die halt über Terra. Das war halt so der Verteilerpunkt quasi für die, ein ganz wichtiger Sprungpunkt, um mit den Schiffen halt vernünftig voranzukommen, weil man halt nicht nachts gefahren ist. Weil es halt dunkel ist. Und da sieht man nichts, ne? Die sind ja sowieso nur eigentlich vorzugsweise an der Küste lang gefahren. Und ich weiß gar nicht, wann es mit dem Nachtsfahren dann aufgekommen ist, ne? Weil die Phönizier zum Beispiel, die konnten ja angeblich auch sehr gut an den Sternen navigieren. Die Pasta-Ruinen. Ja, das sind meine Lieblingsruinen. Überall Kling gemacht, ohne dass irgendwelche Marker aufgetaucht werden. Okay, hier haben wir Schieberätsel, um dann die Spiegel hier irgendwie zu beeinflussen scheinbar. Das wird also ein Spiegelrätsel. Ich sehe schon nie wieder Angst vor Schlangen. Danke, Ikaros. Na, dank Feuerstab. Ja, nun denn. Wir schauen da noch kurz ins Lager hoch. Checken mal, was es hier gibt. These ruins look old. I wonder who built them and when. What are those towers? Ja, das ist halt echt eine interessante Frage, ne? Hier Vorläuferarchitektur und so. Was verbirgt sich hier? Nothing but a tablet. I wonder what it says. So the light beams are the key. Ne, während ich meine Erforschung der minoischen Ruinen fortsetzte, fand ich Schriften, die eine Tür erwähnten. Nach einigen Übersetzungen wurde deutlich, dass die Spiegel, die ich gefunden hatte, Teil eines Mechanismus waren. Ich stellte die Spiegel auf und kehrte in die Ruinen zurück. Dort fand ich einen Pfad, der tiefer unter die Erde führte. Am Fuß der Höhle war der Zugang zu etwas anderem. Morgen öffne ich die Tür und schaue hinein. Okay. Sieht hübsch aus hier. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.